Ich bin direkt auf meinem Arbeitsplatz sicher aufs Hotel gekommen, weil der Rikscha-Uwe mich hier so wunderbar hin transportiert hat. Vielen Dank, Uwe, dir. Pass auf. Das ist der einzige Rikscha-Fahrer in ganz Sachsen-Anhalt. Ob es glaubt oder nicht. Uwe, ich danke dir vielmals. Und Action. Herzlich willkommen, komm ruhig mal einen Schritt ran. Ich werde jetzt gleich demonstrieren, dass mein Handy wasserfest ist. Herzlich willkommen in Hennigsdorf, Mobilcom Debitel Truck Tour 2013. Wir sind gestartet heute in Hennigsdorf. Ich habe hier zwei coole Jungs am Start, die allerdings ein kleines Problem haben. Und zwar haben die Problem, die glauben nicht, was ich sage. Die stellen die Frage, dass mein Gerät hier wirklich wasserfest ist. Silvio und Bernie, a.k.a. Elektro und Funk, haben ein kleines Problem damit uns. Mich als Lügner, weil sie mir nicht glauben, dass es wasserfest ist. Da habe ich mich einfach bereit erklärt, hier eine Schüssel parat zu stellen. Ich schwöre, lass es. Und ich hole es jetzt einfach mal an. Die glauben mir das nicht, die Jungs. Die haben einfach einen Schiss. Ich kaputt, lass es. Gib mir. Pass auf, Jungs, hey, kein Problem. Ich schmeiß das da rein. Na, guck mal einfach. Okay, pass auf, seid ihr bereit? 1, 2, 3. Nein! Pass auf, guck mal. Jetzt waschen wir das mal ein bisschen hier. Guck mal, schön. So. Oh shit, ich hab voll was vergessen. Shit, guck mal, das ist hier noch offen. Das ist gar nicht abgedichtet. Da wo der Kopfhörer reinkommt, das ist noch offen. Gosh! Hey, soll ich was verraten? Das ist so. Das ist kein Problem, das Gerät ist trotzdem wasserdicht. Also, bitte! Wer was? Beinhard. Beinhard, sensationell! Vollkommen korrekt! Beinhard wie ein Rocker! Bam! Vielleicht wird ein Mann? Ist das dann wieder geben? Ja, habt ihr Bock? Okay, da war er. So, jetzt okay, das ist aber auch vollkommen okay, dass die Mucke rausgeht, weil einfach jetzt was. Aber so ein bisschen passiert auch, das ist ja toll. So, jetzt waschen wir das nochmal richtig rein hier, oder einen kleinen Spiegel machen und so, ne? So, können wir auch zum Kochen benutzen, ne? Die Mucke läuft ja auch noch, total toll. So, der Ascher, der singt immer noch. Mobilcom, David Jermaine am Start. Da war was für die Ladies mit dabei. Ich merke schon, die Bühne ist zu klein für mich. Ich hätte jetzt voll Bock Lust zu bringen, aber was soll ich euch sagen? Ich habe ein bisschen Angst, weil die Bühne so klein ist. Nein, du musst dich drehen.